Zombie Apocalypse. Herzlich willkommen YouTube zurück zur unseren kleinen Alpenfarm. Ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los, weil muss sein. Und ich wünsche euch viel Spaß. Lasst den Daumen da, wenn euch es gefällt. Schreibt in die Kommentare und wir sehen weiter, was heute noch passiert. Ich freue mich drauf. Ach ja, so. Erstmal vom Dachboden wieder runter hier. Ist ja unfassbar. So. Ja. Also Elfriede haben wir versorgt. Da haben wir den Trick gehabt. Den könnten wir eigentlich gleich mal langsam runterbringen. Zu den wieder zum Landhandel und dann mal gucken, was denn unser Auto auch so macht. Ich habe keine Ahnung. Weil wir müssen ja mal langsam auch hier mähen können. Ne? Also unsere Wiese, die steht ja schon so hoch. Guckt euch das mal an hier. Also noch frischeres Gras als das hier können wir gar nicht kriegen. Und mir ist in der Zwischenzeit mal aufgefallen, ich habe mal ein bisschen ins Lager geguckt. Ja, und muss einfach dazu sagen, wir haben ziemlich viel Stroh da und Hafer haben wir auch ein bisschen da, habe ich gesehen. Ich meine, das war Hafer. Können wir nochmal reingucken? Nee, Weizen haben wir da. Ein bisschen Hafer haben wir noch, okay. Aber wir haben Weizen da. Weizen ist ja gar nicht mal so schlecht, oder? Was meint ihr? Ein paar Hühner kaufen. Da hinten haben wir ja auch einen Hühnerstall. Also, könnte man sich ja mal überlegen. Dafür, dass wir bei Null gestartet haben. Aber naja, okay. Ja, die scheinen auch ganz in Schuss hier zu sein. Also unsere Betonwände. Wir müssen mal gucken, wie es hier aussieht. Vielleicht können wir jetzt gleich nochmal was starten. Ja, und dann werde ich mal gleich zum Sepp runterfahren, zum Herrn Obermeier. Eigentlich könnte ich den mal anrufen. Moment. Ah, gehen wir mal, gucken wir mal, ob der Herr Obermeier da ist. Ja, gut, dann kriegst du den Gürt nochmal. Das ist übrigens... Hallo? Ah, hallo? Herr Obermeier, sind Sie das? Jawohl. Ja, wunderbar, der Herr Sonnenbichler hier. Hallöchen. Oh, Ihr Telefon, das kratzt ja wie wild. Oh, ja. Das tut mir leid. Ist ein altes Teil. Das ist so ein 1800 Schieß-mich-tot-Knochen. Oh, ja. Ja, Herr Sonnenbichler, Herr Sonnenbichler, sag ich schon, jetzt rede ich mit mir selber. Herr Obermeier, wie sieht's denn mit meinem Auto aus und mit meinen Gerätschaften? Haben Sie da schon irgendwelche Neuigkeiten? Also, nun? Ich habe da zwei Neuigkeiten. Erstens, Ihre den hier abbereit zu Ihnen hochzubringen. Ja. Zweitens ist hier Ihr Sohn eingetroffen. Der kann mir gleich helfen, die Sachen zu Ihnen hochfahren. Ja, passen Sie auf. Stimmt das? Der dürfte den Güldner dürfen fahren, den kleinen. Ja, den darf er fahren. Der hat ja nur einen kleinen 25er. Also so ein. No? Ja, das ist gut. Passen Sie auf. So, haben Sie denn noch was hoch muss? Weil ich habe ja hier oben noch Ihren RT stehen. Den Rigi. Dann würde ich noch zwei Fahrzeuge, die dann quasi Tieflader voll. Okay, dann würde ich Ihnen den einen hier schon mal runterbringen. Dann haben Sie den ja schon mal wieder da. Ja. Ja. Und können gleich den anderen mit hochfahren. Und kann dann gleich wieder was mit hochfahren. Genau. Ja. So machen wir das so. Okay. Dann bin ich auf dem Weg. Mein Sohn steht ja bei Ihnen in der Nähe. Ja, der ist hier in der Nähe. Oh, also, dann. Ich geben Sie ihn mal. Ja, das wäre super. Super. Ja, bitte, Ihr Vater. Hallo, Papa? Ja, Kevin! Hallo! Was machst du denn schon hier? Wolltest du nicht noch eine Woche bleiben? Nee, Mama hat dich rausgeworfen. Wie, Mama hat dich rausgeworfen? Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Gar nichts. Ich bin mit meiner kleinen Abi hergefahren. Jetzt sind nur die Batterie alle durchs Navi. Oh. Hat die dir keine Ersatzbatterie mitgegeben, oder was? Nein. Ja, könnte, ist ja wahrscheinlich zu billig, so eine kleine Ape mit einer Batterie zu versorgen.
Weiß und ich nicht. Mindestens habe ich jetzt nur den Weg nur hierher gefunden. Ich weiß halt nicht, wo du bist. Ja, ich komme jetzt zum Maschinenhändler. Gib mir zwei Minuten. Ich bin schon auf dem Weg. Ja, und dann komme ich zu dir. Ja? Ja. Und dann schauen wir mal. Ja, war erstmal schön, dass du da bist. Ne? Gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Bis gleich. So, hier, Telefon. Ja. Ja, und mein Sohn taucht auf. Mama hat ihn rausgeworfen. Na super. Aber macht nichts, dann kann er gleich helfen, hier loszulegen. Ja, da hinten stehen sie. Dann packen wir das mal hier in der Waschstraße. So, den machen wir nochmal runter. So, dann gehen wir mal raus hier. Und so, hell, da bin ich. Ja, ich sag ja, ich bin im Windeseile hier. Ja. Meine Güte, ach du Heiliger. Okay. Ja, das ist aber meine Hausnummer, ne? Grünreich. Ja, eine Frage. Mein Auto ist auch schon fertig, oder wie? Da reden wir. Okay. Naja, alles klar. Dann würde ich sagen, fahren Sie mal vor, wir kommen hinterher. Na würde, natürlich nicht. Fahr mal vor, Kevin. Fahr mal hinterher, hinter Herrn Obermeier. Jesus, das ist aber auch ein langes Teil hier. Meine Güte. Kevin, und vorsichtig fahren, ne? Der Güldner ist ein Schätzchen. Gut. Jawohl, alles klar, Herr Obermeier. Herr Obermeier? Der Fendt ist leicht am Rutschen. Warten Sie, ich bin auf dem Weg. Eieieiei. Wie weit kann ich noch vor? Ja, dann stelle ich ihn hier vorne auf den Parkplatz, was? Kevin, rückwärts ein Stück. Jawohl, noch ein Stück. Jawohl. Bin unten. Dann fahre ich den jetzt mal eben hier auf dem Parkplatz. Nutze das erste Mal die großen Hänger hier, das ist nicht gut. Unsere Gurte haben das nicht gehalten. Ja, ich habe hinten mal nachgespannt. Mal gucken. Okay.
Gut, dann wollen wir mal weiterfahren. Jawohl. Naja, da war ein ganz schön großer Wendekreis, was? Ach, so. Das ist schon ein bisschen was. Wow. Opa. Ja, das merke ich wohl. Oh, ja, 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 komm, fahr doch da. Hört sich jetzt noch der Verkehr? Werden Sie geärgert? Ach, alles halb so wild. Ist nur die Hauptsache, dass ich schon über die Bahnschranke noch gekommen bin. Der Zug kam nämlich auch gerade. Na, das passt ja immer so. Toll. Ja. Ist das hier schon der Hof? Ja. Das ist der Hof. Eieieiei. Okay, Kevin, dann pack doch mal bitte den. Nee, pack den Hänger mal ruhig weg. Soll ich danach euch abladen? Ja, danach kannst du abladen. Ich würde sagen, ich fahr mal runter und hol den Trecker wieder hoch. Weil der steht ja auch noch unten. Herr Sonnenbier, lassen Sie mal den Anhänger dran. Machen Sie mal bitte mit der linken Taste, ziehen Sie mal nach hinten oder vorne, dass sich das hinten aufklappt schon mal, die Rampe runterklappt. Das wäre ganz lieb. Nö. Den Hänger stellen. Nee. Dann muss ich bei mir nochmal in die Konfiguration reingehen. Da tut sich nichts. Na gut, dann machen wir gleich schon. Warten Sie mal, ich hole mal den Trecker und dann laden wir das damit ab, mit dem. Kriegen wir doch hin, oder? Ne? Wie haben Sie das dann jetzt gemacht? Okay, dann würde ich aber trotzdem einmal runterfahren. Sie haben ja ein Fahrzeug hier oben, ne? Ja, ich will nur in den anderen rein. Genau, wir machen das schon. Fahren Sie runter und dann holen Sie den anderen, das ist gut. Opa. Mit. Okay. So, dann fahren wir mal runter und holen den Trecker. Den anderen Schlepper. Sie können ja dann gleich nochmal hochkommen und den anderen wieder abholen, ne? Gehen wir schon hin. Ja, es hört sich gut an. So, wollen wir mal. Oh, der hat aber auch ganz schön Power hier unterm. Uha! Ja, wie gut, dass es hier keinen Dorfscheriff gibt. Das ist sehr gut. So, dann stelle ich ihm den. Oh ja, 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 ja. Oh ja, 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 ja. Oh ja. Wie gut, dass er oben ist und nicht hier unten. So. Dann laufen wir jetzt mal darüber. Holen den Schlepper, den 515er, und fahren wieder hoch
zum Hof mit unserem Mähwerk hier dran. Und dann haben wir es auch gleich. Ja. So, Herr Obermeier, also einen Schlepper habe ich schon mal mit Mähwerk und dem Frontgewicht, das sollte passen. Oben ist mein Sohn jetzt noch am Abladen, ja? Super. Kevin? Wunderbar. Das passt ja. Was machst du gerade? Ich komme jetzt mit dem Mähwerk wieder oben an. Wo bist du gerade hinten? Okay, also hast komplett abgeladen alles. Sehr schön. Dann können wir gleich direkt mal loshauen hier. Das werde ich jetzt ankoppeln, mein lieber Sohn. Ach, stimmt. Ha. Moment. Moment, da mal gleich. So, aber jetzt. Ja, ich würde gleich sagen, ich zeige dir jetzt gleich erst einmal den Hof. Und dann, ja, würde ich sagen, werden wir mal ein bisschen mähen. Du kannst ja dann deinen schönen Wender hier dran schmeißen. Ja. Und dann machen wir mal ein bisschen Heu für deine Elfriede gleich. Ja. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ja. Weil wir haben hier hinten die komplette Wiese gehört uns. So, warte mal. Ich wollte ja jetzt erstmal noch den Hof zeigen, ne? Genau, schön den Drecker immer schön ausmachen, ne? Gut. Moment mal, wie bitte? Also, das sind ja wohl leistungsstarke Maschinen hier. Und was soll ich jetzt machen? Ich soll auf Öko umstellen? Ja. Weil? Das ist doch umweltfreundlich. Umweltfreundlich. Das sagt derjenige, der hier mit einer APA angefahren kommt, oder was? Die ist ja keine Diesel, die denkt ja super, das ist doch besser. Wo ist das besser? Kommen da keine Abgase raus? Nein. Ich bin ja mal wieder da. Ah, Herr Obermeier. Die Haare kriegen. Nee, wir kriegen uns nicht in die Haare, wir diskutieren nur fleißig. Ja, okay, das hatte sich fast so angehört. Wenn wir uns in die Haare kriegen, dann haut er schon freiwillig wieder ab zu seiner Mutter. Aber das wollen wir ja nicht, denn bei seiner Mutter ist er ja anscheinend nicht erwünscht, wenn er da rausgeflogen ist. Nicht wahr, Kevin? So, also. Können sich den ja mal einen Tag leihen. Das war. Ich hatte den ja. So, nee. Wir können ja mal gucken. Wir schauen uns das mal in Ruhe an. Genau. Ja? Aber jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen machen. Was kriegen Sie eigentlich für die Lieferung jetzt, Herr Obermeier?
Naja, ist gut, hier passen sie auf. Da sie mir ja vorher schon so viel geholfen haben, ne? Machen wir da mal einen Taui raus, das passt schon. Ganz frech, wie ich ja immer bin. Okay, so, dann habe ich aber noch trotzdem ja noch eine Frage, weil eins habe ich hier oben ja noch nicht stehen, ne? Mein Auto. Was ist mit meinem Auto? Das hört sich jetzt nicht gerade positiv an. Komplikation, insofern, dass er den Schneidbrenner rausgeholt hat, was? Natürlich, können wir dann gerne machen. Ja, ich habe ja, wir haben hier jetzt erstmal zwei Fahrzeuge hier oben. Was kostet denn hier die neue Batterie für den kurzen seine Plastikschüssel? Okay. Alles klar, das hört sich doch gut an. Naja, was heißt, ich war großzügig, Sie haben mir vorher schon sehr viel geholfen und von daher würde ich sagen, passt das so ganz gut. Ja. Und das, meine Lieben, war das Wort zum Sonntag. Vielen Dank fürs Reinschauen. Morgen 18:15 Uhr die nächste Folge dann. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und sagen ciao, ciao.